Hallo! Ja, hier sitze ich in der Küche, das heißt, es wird gespeist. Es reimt sich sogar. Cool. Und zwar was Warmes. Aber nichts Asiatisches diesmal, sondern nein, ich habe auch andere Bechergerichte gefunden. Gut, es gibt viele davon, aber dieses hier hatte ich noch nie. Nämlich das hier. Ja, das ist Quick Easy Delicious Pasta Italian Recipe. Pasta Arrabbiata aus dem Action. Da gibt es zwei so Sorten. Ich habe mich für die hier entschieden. Das ist also eine, wenn ich den deutschen Text finden würde, Instant-Nudeln mit dehydrierter Tomaten-Chili-Soße. Zutaten: 71,4% Teigwaren, Hartweizengrieß, Wasser, 12,6% Tomate. Ganz schön viel. Kartoffelstärke, Zuckersalz, Zwiebel, Paprika, Tapioca-Stärke. Aha. Knoblauch, Maltodextrin, natürliche Aromen, 0,2% Chili. Hefeextrakt, Kräutergewürze, kann Spuren enthalten von weiß der Henker, ist völlig egal. Goodie, ja, Kalorien hat das Ding auf 100 Gramm 349. Dieses Ding besteht aus 70 Gramm. Ja. Ohne Konservierungsstoffe, sehr schön. Hergestellt in Italien, ja, okay. Von der Firma in Holland. Okay. Na gut, Zubereitung ist super. Damit man nicht so viel Text braucht, ist es hier in Zeichengrafik. Also, Mikrowelleninstruktionen. Was? Oh. Moment, Moment, Moment. Mikrowelle? Ich mache hier gerade Wasser warm. Das war dann wohl ein Fehler. Hier steht ernsthaft, das ist eine Mikrowelle? Ach nee. Okay. Irgendwas machen, Wasser rein tun, 7 Minuten, 3,5 Minuten, dann umrühren und 1 Minute. Ja gut, dann probieren wir es halt so mit Mikrowelle. Okay. Okay, man soll darauf hinschauen. Hier steht Zubereitungsmethode, es gibt zwei, kochendes Wasser, gut, oder Mikrowelle. Schütteln und entfernen Sie den oberen Film. Es steht nur, wenn man Mikrowelle macht. Mit kaltem Wasser bis zur Linie auffüllen und umrühren. Dann, aha, 300 Minuten. Aha. Also mit heißem Wasser schütteln. Warum auch immer. Und dann mit kochendem Wasser bis zur Linie auffüllen. Wo soll es man, ohne den oberen Film zu entfernen? Also, 4 bis 5 gut umrühren und abdecken. Okay, 4 bis 5 Minuten warten, gut umrühren. Das ist schon irgendwie komisch, dass das so anders ist. Ja, wir werden es gleich sehen. Also, geschüttelt habe ich. Dann mache ich schon mal. Hat es schon geschnackt? Nee, glaube nicht, oder? Ich mache schon mal auf und schau rein. Ah, wenn man das aufkriegen täte, ohne Restfilm. Das sieht ja mal ganz lecker aus. Sieht man hier irgendwas wie Würze? Ja, da ist Würze, die ist unten drin. Ich weiß nicht, wie das geht. Jetzt hat es geschnackst. Okay, bis zur Linie. Wo ist die Zubereitungsanleitung? Ich bin so blind. Hier, bis zur Linie. Ich sehe hier keine wirkliche Linie. Ich sehe hier, naja doch, innen drin. Das ist nicht wirklich eine Linie, das ist ein. Ab hier sieht man nicht wirklich hier. Das ist eine Kante, nicht gezeichnet. Also gut, auffüllen. Moment, nochmal. Kann mir sowas nie merken. Okay, auffüllen und dann umrühren und abdecken. 4 bis 5 Minuten. Okay, Wasser. Das ist eigentlich gar nicht mal so viel bis zu dieser Linie. Okay, gut umrühren. Dazu nehme ich jetzt eine Gabel. Ja, das Wasser färbt sich jetzt schon rötlich. Also ein bisschen klappt das mit dem Pulvern. So, und dann jetzt gut abdecken. Gut abdecken. Ist das gut abgedeckt? Ja. Also 4 bis 5 Minuten. Ich mache so lange eine Milch. Wie immer.
noch da, ihr seht mich nicht, ich bin trotzdem da. Ja, ja, so, 0. So, also gut, noch 3 bis 4 Minuten, oh mein Gott. Ja, warten wir es ab. Also es ist, wie man sieht, hochwertige Ware, es ist kein Maggi 5-Minuten-Terrine, keine... Was? Die Birkel Minuto, das finde ich komisch. Die finde ich hier immer bloß in irgendwelchen Billo-Klitschen, so wie eben Thomas Phillips oder so. Aber nicht in normalen Supermärkten, was mich wundert, weil Birkel ist doch keine No-Name-Marke. Und dann gibt es natürlich die ganzen Nissin Cup-Nudeln und die Maggi Asien. Aber das ist jetzt mal so italienisch irgendwas. Die andere Sorte ist, glaube ich, irgendwie so mit grünem Gewürzzeug. Wir werden es sehen. Das dauert nur ewig jetzt hier. Oh mein Gott. Was soll ich erzählen, großartig? Also ich habe, meine Vorräte sind ziemlich aufgebraucht. Ich habe noch ein bisschen was. Ich habe letztens was gekauft, wo sich sehr ähnelt mit anderen Sachen. Das ist natürlich auch nur leidlich spannend dann. Aber zumindest habe ich was zu essen. Ja, wer Abhilfe schaffen will, ihr wisst, wie das funktioniert, die paar, die zuschauen, gucken wir halt mal. Das Ding hier, wenn online geht, wird irgendwann im November sein, glaube ich. Ja, und dann schauen wir halt mal. Meine Herren, also 4 bis 5 Minuten finde ich auch ganz schön lang für sowas. Ich glaube, die nächsten Dinger sind deutlich kürzer, aber okay, diese Arabiata-Nudeln, sind das die Nudeln eigentlich, was Arabiata heißt? Schau, oder? Ich weiß es nicht. Diese komischen kleinen gezwirbelten Nudeln. Ich meine, italienische Nudeln sind ja alle irgendwie der gleiche Teig, aber 10 verschiedene Arten, wie sie ausschauen können. Zumindest ist das so mein Empfinden. Vielleicht stimmt es nicht ganz, vielleicht sind die unterschiedlich gewürzt oder mit mehr oder weniger Liebe geknetet. Ich habe keine Ahnung. Könnte einen meiner Neffen fragen, der hat beim Vapiano Ausbildung gemacht. Ich weiß nicht, gibt es die überhaupt noch? Das Ding in Augsburg hat vor längerer Zeit, glaube ich, Konkurs angemeldet. Oder Deutschland sich. Wie ich in Holland war letztens, da sind wir an einem Vapiano vorbeigelatscht auf dem Weg zum Austragungsort, sage ich jetzt mal. Übrigens, was mich auch immer total nervt, hier, ich habe so schön weißen Bart, aber hier ein bisschen schwarz noch. Und hier, gut, hier auch, da ist es okay, aber diese Striemen, die finde ich ein bisschen doof. Aber was will man machen? Es ist halt so, die können sie färben. Oder bleichen, aber das habe ich einmal probiert mit dem Bart, das ist kein Spaß, das muss nicht sein. Mit Haaren, okay, Bart, nee, danke, nicht wenn es nicht sein muss, das muss nicht sein. Naja, wie auch immer, genau, also Nudeln und jetzt gucken wir halt mal, wie das schmeckt. Ich habe keine allzu hohen Erwartungen, ich denke mal, man kann es verdauen, konsumieren, dann sind wir schon mal ein Stück weiter. Ich finde auch, dieser Becher ist so, naja, offensichtlich hält er. Er wird nicht zu weich, da sieht ja nichts raus, aber es ist ungeil, finde ich. Und mit der Abbildung, glaube ich, wird das alles nicht viel zu tun haben am Schluss. So, wir haben die 4 Minuten geknackt, da naht ich jetzt nochmal höflich eine halbe weitere. Wie war das eigentlich gleich wieder? Na, ich finde, Himmel. Warten, gut umrühren. Okay, also nicht ziehen lassen. Ziehen lassen soll man es, wenn man es in der Mikrowelle hatte. Das verstehe ich nicht so recht. Ich meine, das hätte ich ja vorher vernünftig geplant und ein bisschen mehr Hunger, hätte ich 2 Varianten machen können. Und dann im Direktvergleich. Aber, wie gesagt, hätte man planen müssen, habe ich nicht, ist egal. Gut, also 4,5 Minuten, schauen wir mal rein. Ui. Also es ist auf jeden Fall noch flüssig genug. Ja, das sieht jetzt nach labbrigen Nudeln aus. Also irgendwie so die asiatischen Nudeln, die sollen ja so labbrig und langweilig aussehen und die schmecken dann eigentlich auch, aber so italienische Nudeln zum Zeigen, so sieht das ungefähr aus. Besser geht's nicht, weil die sind so kurz, die kann ich nicht einfach anders rausheben. Hier sieht man was, man sieht's, glaube ich. So, dann gucken wir mal, wie sie so schmecken. War auf jeden Fall
Okay, würzig schmeckt es auch. Moment, was soll das für eine Würze sein? Ich schaue immer auf die falsche Seite. Tomatenchili, okay. Das Chili merkt man tatsächlich. Die Nudeln selber merkt man aber durch diese heiße, scharfe Chili-Soße. Die Nudeln sind irgendwie sehr leer, geschmacklich. Da, ich weiß nicht, die schmecken einfach leer. Sie sind weich genug, also habe ich sie lang genug drin gelassen, das ist schon mal gut. Also mengenmäßig fühlt sich das, sieht es nach relativ viel aus. Aber ja, so ein komischer Kontrast zwischen scharfer Soße und fader blanker Nudel. Ein bisschen so, wie wenn man Spaghetti das Salz im Wasser vergessen hat, dann nehmen sie es halt einfach nicht an. Da kann man hinten nachwürzen und man merkt es einfach, dass es nicht ganz passt. So kommt mir hier auch vor. Hier, Italian Recipe, also steht wirklich nicht einmal ein Markenname dran. Becky's heißt die Firma. Becky Apostroph S. Aber also die Würze der Soße ist ziemlich und auch durchaus willkommen, aber die schmeckt einfach langweilig. Also ich, das glaube ich nicht nochmal, das kann ich euch gleich sagen. Es schmeckt fad, obwohl es gleichzeitig scharf ist. Das ist total seltsam für mich. Und kann nur sagen, diese Nudeln sind einfach leer, fad. Also mengenmäßig ist das für einen Abend, also vollwertige Mahlzeit vielleicht nicht unbedingt, aber für einen Abend, hier, basta, basta. Schon genug. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe eigentlich jetzt schon genug davon, weil es mich so geschmacklich so langweilt. Was so bizarr ist, weil es gleichzeitig ist es scharf. Das kann ich immer nur wiederholen. Echt komisch. Aber also das ist gut. Die zweite Variante werde ich nicht probieren, weil da sind die Nudeln wahrscheinlich genauso langweilig. Sehr kurios. Also ich hätte es so nicht erwartet. Und das ist echt ganz schön viel. Weil liegt es auch dann, wenn es einem nicht so zusagt, dass es dann nach mehr sich wirkt. Hier sieht man ein bisschen, ich habe was auf der Gabel. Hier zum Zeigen. Übrigens, was ich die Tage gesehen habe, das wusste ich gar nicht, ich weiß nicht, ob jemand anders auch schon mal gesehen hat, es gibt von diesen Nissin-Bechern, also die Nicht-Suppenbecher, die mit dem Abkippen, da gibt es große Becher auch. Die haben statt 90 oder 80, 70 oder 80, wir haben immer 100 irgendwas Gramm, kostet natürlich entsprechend mehr, aber das ist dann schon eher eine richtige Portion. Ich habe keine Ahnung, ob es für alle Sorten gibt. In dem Supermarkt, das war unser V-Markt, im Nachbarort, es gibt glaube ich 7 reguläre Sorten, zumindest hatten sie, und für 2 davon gab es so einen großen Becher. Fand ich faszinierend, wusste ich wirklich nicht. Heu, Sachen gibt's. Und lustigerweise, im Rewe neben der Redaktion, haben sie auch diese 6 oder 7 Sorten. Ich könnte schwören, die gab es früher nicht, dafür hat der Edeka vor Ort hier inzwischen nur noch ein paar. Und ganz schlimm, beim V-Markt haben sie nicht mehr alle Pizzen, die ich möchte. Das ist ärgerlich. Um nicht zu sagen, skandalös. Naja, also, ich bin fast fertig. Ich würde jetzt nicht sagen, mich durchgequält, aber Genussessen war es auch nicht. Absolut nicht.
Nein. Eher ein Pflichtessen, weil Essen schmeißt man nicht weg, wenn es nicht ganz furchtbar ist. Und das ist nicht ganz furchtbar, es ist bloß einfach sterbenslangweilig. Und trotz Chili. So bizarr. Am zu geringen Umrühren kann es eigentlich auch nicht liegen, denke ich. Also, nochmal, hier haben wir diesen Becher, Pasta, irgendwas, Action. Ja, war im Action, bin ich mir ziemlich sicher. Ich überlege, ob ich es woanders kaufe. Nein, es war Action. Habe ich gegessen, ihr habt es gesehen, ich finde es total langweilig. Braucht ihr nicht kaufen, finde ich. Ich werde es nicht mehr nochmal tun. Aber dafür habt ihr jetzt gesehen, dass ich es gegessen habe. Und jetzt haben wir genug gesehen und deswegen sage ich bis nächstes Video, was auch immer das sein mag. Tschüss.